Länderspielpause, die letzte in diesem Jahr. Endlich geschafft, oder? Ich habe immer so das Gefühl, die Hinrunde ist immer so extremst zerstückelt und kaum geht in der Bundesliga mal es wieder los und man kommt irgendwie ins Rollen. Zwei, drei Spieltage, schon ist wieder der nächste Boxenstopp quasi angesagt. Und jetzt haben wir also im November den allerletzten vor uns, beziehungsweise dann auch bald hinter uns. Und gleichzeitig ist in der Bundesliga ein Drittel der Spielzeit gespielt. 11 Spiele sind also rum. Und das ist ein guter Zeitpunkt, einfach mal, um so ein erstes Saisonzwischenfazit zu ziehen und auch allen voran auch ein bisschen auf die Neuzugänge zu schauen. Wie haben sie sich bisher geschlagen? Also so ein bisschen die Kaderplanung des Sommers unter die Lupe zu nehmen. Ich weiß nicht, ob wir das in einem oder in zwei Teilen irgendwo uns mal vornehmen, aber genau das ist es, was ich jetzt vorhabe. Also wie gesagt, entweder ziehen wir das in einem Rutsch durch oder aber wir splitten das dann auf zwei Teile. Anfangen möchte ich auf jeden Fall einmal mit dem Zwischenfazit zur bisherigen Saison, ja. Und wie in meinem Überschrift ja auch schon geschrieben, stellt sich so ein bisschen die Frage, ist nach einem Drittel der Saison also das Glas halb voll oder halb leer für unseren VfL? Und da würde ich allen voran irgendwo so ein bisschen sagen, das hängt so ein bisschen stark davon ab, welche persönliche Erwartungshaltung man irgendwo an den VfL, an die Saison irgendwo einfach mitbringt oder mitgebracht hat letztendlich, ja. Und wie ihr wisst, ich habe ja vor der Saison so einen kleinen Saisonausblick irgendwo gegeben, beziehungsweise so, ja, mich mal dazu geäußert, wo ich unseren Verein einfach sehe, ja, und wie ich die Saison einfach sehe. Und da habe ich ja gesagt, mir ist bewusst, dass wir uns nach wie vor, was den Lizenzspieleretat angeht, auf dem drittletzten Platz befinden. Dass wir sowohl, was das TV-Geld-Ranking angeht, uns in einer ähnlichen Position befinden. Und man könnte auch andere Kenngrößen nehmen und würde entsprechend überall dort landen. Dementsprechend, was ich damit sagen will, ist für mich eigentlich, was die Erwartungshaltung angeht, so wie es vor der Saison gewesen ist, nach wie vor diejenige, alles, was über dem Strich bei uns ist, ist sensationell, ist gut und wo darf ich hier und heute unterschreiben? So, und wenn wir da so nach 11 Spielen auf die Tabelle schauen und ein erstes Saisonfazit oder so mal ziehen wollen, dann sehen wir, dass wir gegenwärtig nach einem Drittel der Saison auf Platz 14 mit 9 Punkten und einem Torverhältnis von 11 zu 25 dastehen. Also über dem Strich und unterm Strich kann man sagen, sind wir besser als 4 Teams zu diesem Zeitpunkt. Das sind natürlich alles reine Momentaufnahmen, das kann am nächsten Spieltag wieder komplett anders aussehen. Aber Tatsache ist die, dass gegenwärtig nach einem Drittel der Saison wir absolut voll mitmischen, unten natürlich da sind, wo man uns erwarten würde, aber hier konkurrenzfähig uns zeigen und momentan 4 Teams einfach auch hinter uns lassen können. Ja, wir haben irgendwo auch erst einen einzigen Sieg nach 11 Spielen eingefahren. Das kann man kritisieren, ja, das kann man bemängeln. Das ist nicht gerade viel, wenngleich auch wieder hier der Hinweis, es gibt auch andere Teams, die haben auch nicht viel mehr gerissen, ja, beziehungsweise haben häufiger gewonnen und stehen trotzdem hinter uns, ja. Allerdings auch erst wiederum 4 Niederlagen, ja. Wenn man mal sich die zweite Tabellenhälfte anschaut, dann werdet ihr relativ feststellen, dass wir das Team sind mit den wenigsten Niederlagen aller Teams in der zweiten Tabellenhälfte, ja. Gut, wie gerade schon gesagt, das kann man sich drehen und wenden, wie man will. Halten wir uns an den Fakt und halten uns an die Tatsachen, dass wir gegenwärtig auf Platz 14 stehen, ja. Und wenn wir am Saisonende dort einlaufen würden, interessiert mich auch das Wie, interessiert mich die B-Note auch überhaupt nicht. Ja? Damit wären wir auch direkt so ein bisschen bei den Spielen. Ja, wenn wir das so ein bisschen Revue passieren lassen, natürlich. Die 11 Spiele, muss man jetzt sagen, nach einem Drittel der Saison haben wir uns defensiv definitiv stabilisiert. Ja? Wenn man mal so bedenkt, wir haben gegenwärtig 25 Gegentore kassiert. Ja? Was natürlich eine der schlechteren Defensiven der Liga darstellt. Aber von den 25 Gegentoren haben wir 15 Gegentore. Ja, allein diese 15 Gegentore in
drei Spielen kassiert, wo wir völlig von der Rolle gewesen sind, namentlich natürlich Stuttgart, Bayern und Gladbach, ja. Und folglich aus den verbleibenden 8 Spielen wiederum irgendwo nur noch 10 Gegentore kassieren. Und wenn man das mal so nimmt und vor allen Dingen die letzten Wochen ja auch, wo wir uns defensiv definitiv stabilisiert haben, ist das an sich für eine Mannschaft im Abstiegskampf ein relativ guter Wert, ja, aus den 8 Spielen 10 Gegentore, ja, wenn man mal diese Totalausfälle rausnimmt. Wenn sich das also künftig so jetzt fortsetzt, wenn wir diese Stabilität beibehalten können, kann man definitiv darauf aufbauen, ja. Was uns definitiv fehlt und was man kritisieren, was man irgendwo bemängeln muss, ja, ist definitiv, dass uns in der Offensive ein Knipser fehlt. Und das ist genau das, was ich momentan nach einem Drittel der Saison als größtes Manko eigentlich bei uns ausmache. Ja, ich bin einfach der Meinung, mit einem Vollstrecker, wie ihn beispielsweise in der letzten Saison die Bremer mit Füllkrug gehabt haben, oder auch jetzt mit Duxch zum Beispiel, ja, der hin und wieder mal gut für eine Bude ist, ja, und glaube ich jetzt auch schon wieder bei 5 Toren steht. Also wenn wir irgendwie so einen hätten bei uns in den Reihen, ja, der hin und wieder einfach mal, wenn er dreimal alleine auf den Torwart zuläuft, wenigstens daraus ein Tor macht, ja, bin ich der Meinung, würden wir definitiv um diese 3, 4, 5 Punkte besser dastehen und wären jetzt irgendwo da, wo Augsburg und Gladbach sind, ja. So, und könnten, und zwar im Konjunktiv gesprochen, möglicherweise eine etwas entspanntere Saison spielen, ja. Tun wir aber nicht, und das müssen wir festhalten, weil eben keiner von unseren Offensiven über einen Killerinstinkt verfügt, ja. Hier hakt es halt einfach und eindrucksvoll. Das Köln-Spiel, ja, ist natürlich der Beleg dafür. Und wie gesagt, es braucht auch keinen Christiansen 2.0. Wir brauchen auch keinen Gekas 2.0. Ganz ehrlich, es würde so ein solider Stürmer à la Stanisław Szeszczak aus der ersten oder ja zweiten Saison reichen, ja, wo er damals 13 und 9 Tore gemacht hat. Also mit so einem würden wir definitiv diese, ja, 3, 4, 5 Punkte einfach mehr auf dem Habenseite haben, würden entsprechend um 2, 3, 4 Plätze klettern und die Welt wäre wirklich für uns ja, rosa-rot oder keine Ahnung, himmelblau, blau-weiß, was auch immer, ja. Auf jeden Fall würde sie gut aussehen, ja. Unterm Strich aber, allen voran natürlich müssen wir festhalten, wenn wir natürlich die letzten 2 Heimspiele uns angucken, gegen Köln und gegen Mainz, so gut sie auch gewesen sind teilweise, oder wie auch deutlich die besseren Teams gewesen sind, das Team gewesen sind, ja. Fehlen uns aber genau diese 4 Punkte jetzt einfach, ja, aus den eben genannten Gründen, ja, das ist definitiv der Fall. Wir haben irgendwo allerdings, das muss man halt auch sagen, so ist es im Fußball, eben diese 4 Punkte zu wenig geholt aus den letzten beiden Heimspielen, die haben wir verloren, ja, aber irgendwo gegen Leipzig und auch gegen Dortmund, ja, eher 2 Punkte gewonnen, auch wenn wir natürlich gegen Dortmund in der Tendenz ein super Spiel gemacht haben. Da bin ich grundsätzlich der Meinung, gegen solche Top-Mannschaften wie Borussia Dortmund sind für mich, egal wie die Punkte am Ende zustande kommen, das sind grundsätzlich Punktgewinne, ja. Und so ist es eben halt in einer Saison, ja. Du holst irgendwo mal unerwartet Punkte, und du lässt irgendwo letztendlich dann auch wieder unerwartet oder ärgerlich Punkte liegen, ja. Am Ende des Tages ist es entscheidend, dass du auf die Punktzahl kommst, die dich über Wasser hält und dass du das irgendwo ausgleichen kannst. Ja, wir müssen den Blick nach vorn richten. Ja, müssen uns jetzt zusehen, dass wir die Punkte uns eben woanders wiederholen, dass wir nach Möglichkeit vielleicht irgendwo einfach überraschen, was auch zu einer Saison oder einer erfolgreichen Saisonabstiegskampf gehört. Ja, dass du eben in der Lage bist, wie eben in Leipzig halt mal ein Pünktchen zu holen, dann halt jetzt künftig bei anderen Mannschaften einfach vielleicht auch mal ein Dreier einzufahren, wo man von vornherein vielleicht damit nicht gerechnet hätte. Ja, es gilt definitiv für mich, eine Schippe draufzulegen. Ja, im Idealfall brauchen wir jetzt 26 Punkte aus 23 Spielen. Das wären diese, wie ich es immer sage, magischen 35 Punkte, die in der Regel eigentlich zum Klassenerhalt reichen sollten. Ja. Pluspunkt ist auf jeden Fall der, wir haben gegenwärtig mehr Auswärtsspiele als Heimspiele hinter uns und gerade im Hinblick jetzt auch auf die Rückrunde oder auf die lange Saison, auf die anderen 2 Drittel, werden wir mehr Heimspiele haben. Wir spielen auch noch in der Rückrunde unter anderem
gegen Teams wie Augsburg, Darmstadt oder eben auch Heidenheim zu Hause. Ja, das sind eben auch nochmal andere Hausnummern, das darf man nicht vergessen. Ja. Grundsätzlich, wenn wir uns die Tabelle natürlich auch anschauen, was die untere Tabellenhälfte angeht, so gewinnt man ein bisschen den Eindruck einfach auch, oder kann man den Eindruck gewinnen nach 11 Spielen, dass möglicherweise auch in diesem Jahr ein etwas schwächeres Jahr in der ersten Liga ist, was den Abstiegskampf angeht. Und vielleicht sogar am Ende 30, 31, 32 Punkte sogar reichen könnten, um die Klasse zu halten, weil eben auch die Konkurrenz nicht vom Fleck wegkommt. Ne? Man kann natürlich irgendwo hier bemängeln und kritisieren, dass wir unsere Heimspiele, die wichtigen gegen Köln und Mainz, nicht ziehen konnten, nicht auf unsere Seite ziehen konnten, das Spiel nicht gewinnen konnten. Aber Leute, schaut euch doch mal nach links und rechts auch um. Auch die Konkurrenz kann die direkten Duelle nicht gewinnen. Ja, sei es Mainz gegen Darmstadt, irgendwo die Woche davor Köln gegen Augsburg, und es gibt auch noch andere Beispiele. Ja, auch die Konkurrenten bewegen sich nicht richtig vom Fleck. Ja, keiner ist in der Lage, sich mal unten richtig Luft zu verschaffen. Das gilt für uns wie eben auch für die anderen. Und deswegen bleibt es sehr eng, es bleibt sehr spannend. Fakt ist eins, um festzuhalten, und das hat dieses Saisondrittel jetzt auch einfach gezeigt. Ja. Wir sind dennoch konkurrenzfähig und wir sind absolut in der Lage, die Klasse zu halten. Ja, es fehlt hier und dort ein bisschen das Quäntchen Glück, es ist hier und dort ein bisschen Unvermögen dabei, aber das zeigen allen voran jetzt auch die direkten Duelle gegen Darmstadt, gegen Mainz, gegen Köln. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir nach der Länderspielpause in Heidenheim auch einen guten Auftritt hinlegen werden und mehr als nur auf Augenhöhe agieren werden. Und kurzum, dass wir einfach dort auch irgendwas Zählbares mitnehmen. Ja, für mich persönlich das ist die Meinung, ist eine Entwicklung glasklar erkennbar. Was uns so ein bisschen abgeht, wir müssen uns halt auch mal letztendlich belohnen. Ja, es nützt natürlich auch nichts, auf Ansätze und Leistungen sich irgendwo dann langfristig immer auf die Schulter zu klopfen, ne? Wenn dabei zu wenig Punkte bei herumkommen. Ja, dann kannst du, wie gesagt, noch so schön irgendwo Ansätze und Entwicklungen sehen. Wenn am Ende die Punkte nicht bei herumkommen, dann ist es eben auch letztendlich zu wenig. Aber wie gesagt, grundsätzlich sehe ich die Entwicklung definitiv positiv. Ja. Ich sehe uns als absolut konkurrenzfähig und bin absolut davon überzeugt, dass wir auch noch bis zur Winterpause den nötigen Punkte einfahren, um eine gute Ausgangslage für die Rückrunde zu haben. Ja, das allen voran, dieses Gefühl allen voran, gibt mir die Mannschaft, wenn ich sie einfach spielen sehe, ja, wenn ich sehe, wie sie auftritt. Da sehe ich Leben in der Bude, da sehe ich Willen. Da sehe ich einfach auch eine gewisse Qualität. Wir dürfen auch nicht vergessen, elementare Spieler für das System des Trainers wie Matuš Bero, wie jetzt zuletzt auch Ivan Ordic als Abwehrchef, fehlen uns jetzt, ja, teilweise länger schon. Ein Moritz Quarteng, der ja irgendwo als Königstransfer hier verpflichtet wurde, kommt erst jetzt überhaupt in Fahrt. Selbiges gilt so ein bisschen für Daschner. Also da ist durchaus noch Potenzial zu sehen. Und das macht mir auch so ein bisschen Hoffnung, ja, dass genau diese Spieler noch diese Impulse vielleicht reinbringen, die uns in dem ersten Saisondrittel vielleicht hier und dort noch abgegangen sind, und dass wir dann entsprechend deutlich mehr qualitativ noch nachlegen können. Und auch das ist nochmal abschließend erfreulich. Man sieht ja auch zum Beispiel im Vergleich zu den vergangenen Jahren, dass wir definitiv in der Breite deutlich besser aufgestellt sind. Ja, es fehlen halt hier und dort Leistungsträger, aber du bringst Spieler rein, und seid mal ehrlich, wenn wir die letzten Wochen uns so angucken, habt ihr da einen merklichen Qualitätsabfall oder so irgendwo bemerkt? Eigentlich nicht so wirklich, ne? Ob das jetzt ein Bero ist, der länger fehlt, ob das jetzt ein Ordetz in der Defensive ist, der länger fehlt, ob das jetzt ein Toto Lucia ist, der mal kurzfristig ausgefallen ist. Ja, also ich habe dort keinen richtigen Leistungseinbruch erleben können der Mannschaft, und das macht mir auch eben Hoffnung. Deswegen grundsätzlich bin ich positiv gestimmt, um das zum Abschluss zu bringen. Das ist so ein bisschen meine Sichtweise bisher zum ersten Saisondrittel. Wie sind eure Meinungen? Wie seht ihr das? Schreibt es wie gewohnt unten, ja. Und dann bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Und jetzt, wenn ich gerade so ein bisschen auf die Zeit gucke, würde ich fast schon sagen, dass ich an dieser Stelle das Ganze cutte
Und wir uns im zweiten Teil dann mit der Kaderplanung beschäftigen und uns allen voran ausschließlich mal die Neuzugänge unter die Lupe nehmen und eine erste Bewertung vornehmen. Also wer Bock hat und bis hierhin dran geblieben ist, ja, der bleibt dann, beziehungsweise zappt dann auch in das nächste Video einfach rein und dann nehmen wir uns das einfach mal vor. Also, ich freue mich auf euch, erwarte euch dort und bis dahin also, tschüss!